Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir spielen heute eine Runde richtig Forza Horizon. Habe ich mal wieder richtig Bock drauf, eigentlich schon seit Tagen. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal so ein bisschen was wie eine zweite Staffel, einfach mit so, keine Ahnung, zwei, drei Folgen, in denen wir einfach mal machen, was man halt so machen könnte. Im Moment sitzen wir hier in der Corvette auf S2, die ist ziemlich vollgepumpt, die soll es heute aber gar nicht gehen. Sondern ich habe mir gedacht, ich schulde ja eigentlich noch euch, oder genauer einen von euch, aber eigentlich euch allen, ein ganz bestimmtes Auto in Forza Motorsport 6, das ich dort auch schon aufgebaut habe und das ich euch auch gerne noch zeigen möchte. Aber für den Moment, ja jetzt, Mensch, Blinker du Hammel. Ah, wenn sich die Driver-Tage nicht entscheiden können, ne? Jedenfalls, ja, dieses Auto habe ich mir überlegt, müsste es auch in diesem Spiel hier geben, soweit ich mich erinnere. Und das bauen wir jetzt halt einfach mal hier auf. Einfach spaßenshalber. Es soll dabei gehen ums Driften, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und naja gut, außerdem um Allrad und Rallye-Technik. Nein, nicht meine Autos. Da bin ich falsch. Was stellen wir heute mit dem Auto an? Wir wechseln es. Meist hier, wir wechseln es. Und zwar müssen wir dabei vorbeischauen bei... Was stellen wir heute mit deinem Auto an? Hab ich dir gerade schon gesagt. Wir wollen bei Ford vorbeischauen und da ist er ja schon. Der Ford Fiesta. Das müsste, oder warte mal, was sind das hier? Ah ne, das ist der Focus. Okay, das ist der große Bruder. Nee, Fiesta tut's. Und zwar soll das Ding aufgebaut werden mit Allrad und Rallye-Motor und dann möglichst driften, dass es so ein bisschen abgeht wie... Ja, hier, genau. Wisst ihr was? Das ist eigentlich, eigentlich keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, wie das Auto original aussieht. Ist der so matt? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht besonders original. Das hier? Ich glaube, das hier ist schon ganz ganz gut, ganz nah dran, oder? Na komm, nehmen wir es einfach mal. Wer ist denn das? FitzMonkey92. Also FitzMonkey92, danke fürs Design. Das ist genau das, was ich gerade brauche. Eigentlich wollte ich zwar kein Ken Block Design nehmen, denn ich bin offensichtlich nicht Ken Block und wir werden natürlich auch nicht genau sein Auto nachbauen von den technischen Kriterien her. Aber, ja, ich sag mal, es ist ein Fiesta, er soll quer gehen und er soll dabei an Ken Blocks Auto erinnern, also warum nicht? Möchten Sie den Autosalon verlassen? Ja, allerdings. Ich würde sagen, das ist zwar eigentlich im Moment nicht unbedingt nötig, aber wir drehen mal eine ganz, ganz kleine Proberunde, gucken mal, wie sich das Auto so verhält. Das hilft nämlich eigentlich immer ganz gut dabei, zu entscheiden, wo das Tuning hingehen soll. In diesem Fall natürlich ein bisschen überflüssig, denn wir wissen ja, wir werden den Motor austauschen. Der Rallye-Motor hat eine ganz andere Charakteristik als der Originalmotor. Und der Allradantrieb wird sich natürlich auch ganz anders verhalten als der serienmäßige Frontantrieb in dem Auto hier. Aber ihr seht schon, man kann das Auto wirklich gut in die Kurve schmeißen. Ich kann es so ein bisschen anschaukeln, so ein bisschen Gas wegnehmen und da kommt das Heck auch schon. Ein bisschen Gas geben, um wieder zu fangen. Das ist der Vorteil beim Fronttriebler. Der Nachteil ist, wir können beim Driften kein zusätzliches Moment aufbauen. Aber abgesehen davon, das Fahrwerk macht eigentlich schon mal einen ganz guten Eindruck. Man kann es gut aufschaukeln und das war eine Laterne. Aber doch, ja, das gefällt mir. Handbremse? Geht? Also Handbremse haben wir. Handbremse ist an Bord. Das finde ich schon mal super. Komm, ich würde sagen, wir wissen genug. Wir werden jetzt tunen. So. Hooning is not a crime. Auch nicht schlecht. Ja, Ken Block, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen den Faden verloren, ehrlich gesagt. Ich weiß noch damals, als er mit dem Gymkhana angefangen hat. Komm rein, damit wir ihn aufpolieren können. Da war ich von ihm mindestens so beeindruckt, wie auch von Keiichi Tsuchiya. Aber irgendwie, ohne es jetzt böse zu meinen, er ist ein wirklich guter Rallye-Fahrer, da gibt es gar keine Frage. Aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe ja gar nichts gegen Ken Block und ich finde das beeindruckend, was er macht. Lassen wir das einfach mal so stehen, okay? So, hier 1,6 Rallye-Motor. Den brauchen wir. Und natürlich auch den Allradantrieb. Denn wir wissen ja, was so ein echtes, modernes Rennauto ist. Also Rennauto, Rallye-Auto ist. Das braucht natürlich Allrad. Flügel weiß ich gar nicht. Finde ich irgendwie optisch nicht besonders ansprechend, ehrlich gesagt. Räder, wisst ihr was, ich schneide hier mal kurz, ich guck mal kurz, ob ich ein Referenzfoto finde. Mal gucken, ob wir Felgen finden, die ans Original erinnern. Sekunde kurz.
So, okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt immer gerade eine kleine Google-Suche angeschmissen nach Bildern mit den Suchbegriffen Ken Block und Fiesta und muss feststellen, dass der irgendwie für jede Situation einen anderen Felgensatz hat, wie es aussieht. Ich habe jetzt hier Bilder gefunden von grünen und von blauen Felgen und bei den grünen Felgen denke ich mal, dass ich etwas kenne, was mich doch an dieses Bild hier erinnert. Wir schauen mal eben. Ah, wo sind sie denn? Hier vielleicht oder doch bei den Spezial? Ich glaube, die waren ziemlich weit hinten. Ich skippe hier mal ein bisschen durch. So, schauen wir mal gerade. Diese hier meine ich nämlich. Ich glaube, das sind die auf dem Bild. Das müssten die sein vom Bild, ja. Dann nehme ich die gerade. So, Handy zugeklappt. Und dann basteln wir jetzt weiter. Was brauchen wir denn alles? Ah, warte mal, wegen der Größe kann ich eigentlich noch gerade schauen. Ich habe gerade überlegt, Felgendurchmesser können wir natürlich. Ja, die sind schon ziemlich. Dann machen wir das noch eben schnell, so wie es auf dem Bild ist. So oder so? Das ist jetzt die Frage. Der hat schon noch ein bisschen Reifen drumrum, ne? Könnten auch fast die 19er sein. Ich weiß es gerade gar nicht. Tja. Wisst ihr was? Klotzen statt leckern. Wir nehmen jetzt einfach die 19er. Für mich selbst hätte ich wahrscheinlich die 18er genommen, aber weil es auf dem Bild durchaus sein könnte, dass es die 19er sind, nehmen wir die einfach mal. Sorgt natürlich auch für ein besseres Ansprechverhalten auf Asphalt. Das Bild wurde auf Asphalt aufgenommen, also warum eigentlich nicht? Breite würde ich sagen 205er, 25er, 35er. 35er sind schon ziemlich fett, aber den nehmen wir einfach mal. Einfach weil es geht. So. Natürlich vorne und hinten die gleiche Breite, bringt eine schöne Balance. Und dann schauen wir mal noch Sportreifenmischung, Rennreifenmischung. Weiß ich nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Ich würde sagen, wir probieren es erstmal mit der Standardmischung, aber mit erhöhter Breite. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Was ich auf jeden Fall gerne hätte, wäre eine gute Kupplung, dass wir schön schnell schalten können. Ein gutes Getriebe, dass ich die Gänge einstellen kann, das wäre mir wichtig. Und durch den Allradumbau haben wir hier natürlich überall schon Sportteile drin, können nur noch eine Stufe weiter auf Rennteile. Aber hier können wir noch einiges machen. Also dann, schön große Rennbremsen. Die Verlegung, jawohl, plus 2,2. Nein, eigentlich wollte ich die Bude schon tiefer ziehen gerade. Dann schauen wir mal weiter. Stabis, die brauche ich unbedingt einstellbar. Die sind zwingend erforderlich, damit die Kiste hinterher gut quer geht, weil ich mit denen nämlich das Einlenkverhalten ein bisschen steuern kann. Dann haben wir hier noch den Käfig, der kommt rein und Leichtbau. Komm, ist eine Rallye-Bude. Leichtbau nehmen wir komplett. Wo landen wir da? Von 1300 bei, also von 1400 eigentlich schon eher bei 1200 Kilo. Das kann man mal machen. Das nenne ich eine Abspeckkur. Finde ich super. Und beim Motor kann man nicht mehr viel machen. Da können wir nur den Begrenzer rausnehmen und landen bei. Ah, von 450 auf 650 Newtonmeter, alles klar. Und die 323 kW, die müssten wir eigentlich mal gerade kurz umrechnen. Ich wüsste gerne mal, wie viele PS wir hier haben. Also dann, 3, 2, na komm, jetzt geh schon an, du Taschenrechner. 3, 2, 3 mal 1,36 waren das, wenn ich mich recht erinnere. Und da hätten wir ja knappe 440 PS drin. 440 PS kann man mal machen, denke ich. So, wo sind wir jetzt mit dem Index? 850. Angenommen, ich nehme jetzt noch eine Reifenstufe. Wo landen wir dann? 70 und drüber. Ja, komm, dann lassen wir noch 850. Gucken wir einfach mal, wie er sich fährt. Einfach mal ausprobieren. Ich meine, bessere Reifen nachrüsten können wir ja immer noch. Das ist ja nicht das Problem, ne? Wie viel Zeit haben wir? 11 Minuten. Da können wir noch ein bisschen hier schöne Probefahrt machen. Das passt schon. Oh, Wheelspin verfügbar. Na, sieh doch mal einer an. Da habe ich eigentlich noch was offen gehabt, ne? Wichtig bei dem Motor ist, nach ganz oben raus wird er unheimlich träge, den kann man also ruhig ein bisschen früher schalten. Nur falls ihr euch wundert, warum der Kerge die Gänge so früh nachkloppt. Das hat schon seinen Zweck. Und ich glaube mit den Reifen, das geht ganz gut. Die Reifen gehen klar. Mehr brauchen wir nicht. Ich würde fast sogar zu etwas weniger noch tendieren. Okay, ich glaube, als Basis funktioniert das ganz gut. Tunen wir. Und das geht ja hier in Horizon glücklicherweise on the fly. Da gehe ich mal kurz hier auf Autos, auf Autotune. Und dann schauen wir mal. Also Reifendruck.
hätte ich ganz gerne mal wieder meine typischen 2,3 Bar. Das müsste dann so 2,5, 2,6 sein, wenn die Kiste warm ist. So. Übersetzung kann man eigentlich fast so lassen, ne? So richtig schon kurz Rallye-mäßig, das ist okay. Finger ich gleich nochmal rum. Ich habe da so eine Idee, aber wir gucken mal, ob die überhaupt nötig wird. Radsturz hätte ich ganz gerne. Boah, weiß ich nicht. Wenn es ein Fronttriebler wäre, würde ich sagen, ich übertreibe es hinten, weil hinten ja nur mitgezogen wird. Aber in diesem Fall, was mache ich denn da? Ich würde sagen, so ein bisschen mehr anstanzen können wir die Kiste. Aber ich will es nicht übertreiben, zumal wir so einen enormen Felgendurchmesser haben. Da können die Reifen ja sowieso kaum noch walgen, da will ich nicht allzu viel Sturz machen. So, Nachlauf, wie üblich. Der erhöht den Sturz natürlich so ein bisschen beim Einlenken, sodass wir vorne ein bisschen weniger brauchen. Wisst ihr was, in dem Zusammenhang mache ich mal 0,9. So. Stabis. Die Stabis sind ein ziemlich essentieller Punkt. Und indem ich die jetzt so weit auseinanderfächere und vorne so viel weicher mache als hinten, sorge ich für ein unheimlich zackiges Einlenkverhalten. Beziehungsweise, was heißt zackig? Die Kiste wird sich schon noch ein bisschen weicher anfühlen, aber der Vorderachse unheimlich gut gehorchen und die Hinterachse unheimlich leicht vom Grip lostreten. Federn würde ich sagen, gleiche ich zu diesem Zweck ein bisschen an. Ich will die Kiste auch gar nicht zu fest machen, ehrlich gesagt. Sondern ich ziehe das hier so ein bisschen runter. Sagen wir mal so, vorne liegen immer noch Motor und Getriebe, also kann vorne ruhig ein bisschen fester bleiben. Aber ich will es für unser Fahrverhalten einfach nicht übertreiben. Und die Fahrwerkshöhe ziehe ich sogar wieder ein bisschen hoch dafür. Damit wir nicht irgendwann in den Gummis hängen. So, Dämpfung will ich nicht zu weich machen. Schon ein bisschen sportlich. Ich denke mal, so dürfte das okay sein. Bremskraft nach hinten. Und ja, wenn ich nach links ziehe, ziehe ich das... Wisst ihr was, zeige ich euch mal kurz. Ich ziehe die Bremskraft komplett nach vorne, laut Skala, nicht wahr? So, dann fahren wir mal los. Bremskraft vorne, ne? Wisst ihr noch? So, ich kupple aus. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich die Betriebsbremse ziehe. Ne? Merkt ihr was? Deswegen, diese Anzeige da oben ist vertauscht. Da müsst ihr drauf achten beim Einstellen. Bremse. Hätte ich gerne etwas nach hinten, aber halt nur etwas. Wisst ihr was, bei dem Auto können wir es ruhig mal ein bisschen übertreiben. Ich gehe mal auf 7% Verschiebung. Und Bremsdruck hätte ich, glaube ich, gerne ungefähr hier. Das ist einfach so eine Gefühlsfrage. Das könnt ihr einstellen wie die Dachdecker. Diff. Mache ich mal meine Standardwerte für den Anfang. Werden wir eventuell noch ein bisschen umstellen müssen, um die Kiste ordentlich quer zu kriegen. Aber für den Moment, denke ich mal, sollten sie Standardwerte ganz gut bringen. Das bedeutet 35-20 vorne, 55-15 hinten. Und die Verteilung hier, die stellen wir jetzt ziemlich stark nach hinten. Weil es ein richtiges Rallye-Auto ist, das hat meines Wissens eine 50-50 Verteilung. Aber wir wollen ja richtig Moment aufrechterhalten und übertreiben wir es einfach mal. Na, komm, einmal noch B drücken. Na gut, im dritten Gang anfahren war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, schauen wir mal. Jo, da kommt er schon ganz von selbst. Das meinte ich, das machen die Stabis nämlich. Bisschen die Handbremse. Ah, da hat man schon wieder zu wenig Schwung. Ich glaube, wir könnten hier wirklich eine Stufe Reifenbreite rausnehmen, ganz ehrlich. Aber es geht schon, es geht schon, es geht schon echt klar. Wow, da ist Verkehr. Pardon. Ja doch, der folgt echt gut um die Kurven. Von der Bremskraft her, denke ich mal, übertreibe ich es noch ein bisschen mehr und vom Einlenken her auch. So, schauen wir mal. Ein bisschen was muss ich noch machen, ein bisschen was. Bremskraft setze ich mal noch einen Punkt weiter nach hinten. Und hier die Einstellungen, ja. Wisst ihr was, ich sperre die Hinterachse noch ein bisschen mehr. Ein bisschen viel mehr. Und gehe hier noch so einen Hauch weiter nach hinten. Mal gucken, wie es sich damit verhält. Oh, das macht doch schon mal einen ganz guten Eindruck, oder? Ich denke, das kann man machen.
Das geht doch klar, oder etwa nicht, ja? Bin ich an sich ganz zufrieden mit. Ich glaube, ich möchte aber die Hinterachse noch ein bisschen mehr verändern. Zum einen noch ein bisschen mehr betonen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht allzu realistisch. Weil ein echtes Rallye-Auto meines Wissens eine 50-50-Verteilung hat. Aber hier diesen Wert... Ach komm, ich gehe mal auf die Standard 75. Die versuche ich normalerweise zu vermeiden, weil es einfach der Standardwert ist. Aber meine Güte, wir probieren es mal damit. Jo, das geht so klar, denke ich. Das geht so klar. Gut, dann ist noch eine Sache, und zwar das Getriebe. Das ist sehr kurz. Das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Was sagt das Zeiteisen? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, mal kurz überlegen. Ich glaube, ich hätte den ersten Gang gerne noch ein bisschen was länger. Dann den zweiten etwas knapper draufgelegt. Den dritten ein bisschen knapper. Vierte, fünfte, sechste. Wo landen wir denn da? Ich überlege gerade, mache ich eine aggressive Übersetzung von unten raus und nach oben raus dann sehr lange Gänge, dass wir ein bisschen Höchstgeschwindigkeit haben? Oder sage ich, scheiß auf die Höchstgeschwindigkeit, wir brauchen nichts als Beschleunigung und stellen mir das ein bisschen mehr so ein. Komm, ich mache die Übersetzung aggressiv. So, aber richtig aggressiv und dann in der Gesamtheit noch ein bisschen länger. So, mal gucken, wo wir damit landen. So, einmal schauen. Kann man machen, oder? Kann man machen. So ein echtes Rallye-Auto ist auch nicht abgestimmt, um deutlich über 200 zu gehen. Soll stattdessen möglichst gut bis dahin beschleunigen. Und dann kommen ja schon wieder die nächsten Kurven, ne? Also dann... Einmal hier runter. Ich denke, ihr wisst, was jetzt kommt. Das Setup werde ich erstmal noch nicht freigeben, denke ich. Ich bin noch nicht so 100% zufrieden mit. Ich denke, da würde ich ganz gerne noch ein bisschen was umstellen vorher. Aber ihr habt ja gesehen, wie es geht. Ihr könnt das ja nachtunen. Und euch das Auto selber so einstellen, wenn ihr da denn Interesse dran habt. Und wenn ihr wollt, dass ich das Ding nochmal ein bisschen überarbeite und tatsächlich freischalte, dann lasst mich wissen. Die Mühe mache ich mir dann gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Komm, starten wir einfach mal mit ein bisschen wie einem Sprung. Ja, schön. Kann man machen. Ein bisschen zurückschalten. Komm, noch einen. Oh, das wird aber schon ein bisschen träge. Ich glaube, den hätte ich ganz gerne. Ja, ja, Spielclip aufgezeichnet. Du mich auch, Xbox, ganz ehrlich. Hör doch auf mit diesen Eigenmächtigkeiten. Okay, nicht ganz, was ich wollte, aber kann man auch mal machen. Fahren wir halt da innen lang. Dann würde ich ganz gerne hier durch. Fahren wir mal da vorne rechts raus. Ne, links. Komm, links. Links verhält sich mit dem Schwung besser. Ich versau das hier gerade noch ziemlich. Das ist nicht schön, was ich hier mache. Ich weiß es selber. Mal gucken, ob ich hier einigermaßen um diesen Pfosten hier rumkomme. Dat Guide. Jawohl. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Der Unterschied vom ersten zum zweiten ist mir noch zu groß. Im zweiten Gang... haben wir nicht die Kraft, um die Kiste richtig schön rumzuschmeißen, so wie es mir wünschen würde. Also lege ich den zweiten hier knapper drauf. Ich glaube, ich mache den ersten noch mal ein bisschen kürzer. So, dann mache ich das mal... alles so ein bisschen angepasst. Ich denke, so sollte man das stehen lassen können. So, probieren wir es mal. Jo. Es fühlt sich auch von unten raus noch ein bisschen aggressiver an. Das ist gut. Das kann man machen, denke ich mal. Zweite Gang. Jetzt kriegt es auch hin, alle Räder hier einigermaßen am Durchdrehen zu halten. Das ist gut. So gefällt mir das. Ja, und auf die Weise könnten wir jetzt hier richtig schön Punkte sammeln. Schön mal hier so ein bisschen drumrum. Erster Gang. Ah, es war zu viel angebremst. Zu diesem Zweck wäre es eigentlich sogar besser, mehr Bremskraft nach vorne zu bringen. Aber ich will, dass die Kiste beim Bremsen richtig schön mit dem Heck rauskommt. Aus Zwecken des normalen Fahrens, ultimativer Drift, bisschen Zerstörung noch mit rein, kann man alles machen, es gibt alles schön viele Punkte. Wisst ihr was, wir gucken mal, ob wir einen Sprung noch mit reinkriegen, oder? Gucken wir mal. Wheelspin fair, jetzt habe ich es weggeschmissen. Ja, der Wheelspin hat mich abgelenkt, ich schieb die Schuld jetzt einfach mal ab von mir, so. Und hüp, kriegen wir das hin, kriegen wir hin, wunderbar, schöner Sprung. Dann kriegen wir hier noch einen Sprung hin und dann kriegen wir hier noch einen Sprung hin.
und schmeißen alles weg. Ich dachte, wir kriegen noch eine schöne Zerstörung jetzt, aber offensichtlich nicht. Schade. Komm, ich will noch ein paar Punkte mitnehmen. Das muss doch möglich sein. So, hier schön rum. Erste Gang nochmal. Dann hier rum. Jawohl. Während wir hier gerade so ein bisschen rumdriften, kann ich ja mal kurz erzählen. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, 2 Videos am Tag rauszuhauen, ne? Wisst ihr ja? Aber im Moment habe ich ein bisschen viel um die Ohren. Da bin ich froh, wenn ich es mit einem schaffe. Need for Speed habe ich noch ein paar Folgen auf Lager. Da muss ich mal gucken, dass ich die gerendert kriege. Das sollte eigentlich weiterhin täglich erscheinen können. Sollte. Und ansonsten werde ich mal schauen, ob ich sowas hier zwischendurch noch rausgehauen kriege. Zur Info, es ist gerade einigermaßen morgens. Der Ofen heizt vor, da werde ich gleich frühstücken. Und danach muss ich das Haus schon wieder verlassen. Da muss ich mal gucken, ob ich das hier vorher überhaupt noch gerendert kriege und hochgeladen. Das wird sich dann zeigen müssen. Ich versuche es, aber ich kann nicht garantieren. Ich denke, wahrscheinlicher ist, dass ich es erst heute Abend hinbekomme. Heute ist... Was ist denn heute eigentlich? Mittwoch müsste sein, ne? Ich guck mal kurz im PC. Der 8. ist heute. Ich weiß nicht, ob es ein Mittwoch ist. Müsste. Müsste Mittwoch sein. So, schön hier außen herum. Die Rampe rauf. Schön quer bleiben, schön quer bleiben. Ist leider schon ultimativer Drift. Das heißt, wir müssen die Richtung wechseln, um weiterhin Punkte zu machen. Hallo Driver-Tar, bleib mir bloß weg. So, jawohl. Ja doch, was Ken Block da macht, das ist schon eine Kunst für sich, kann man nichts sagen. Ich vergöttere ihn zwar weniger als zum Beispiel einen Keiichi Tsuchiya oder auch einen Walter Röhrl, aber er ist schon ein echt beeindruckender Fahrer, da gibt es nichts. Also nur um hier mal auszuräumen, Kerge hasst nicht Ken Block oder irgendwie sowas. Nee, nee, das ist es auf keinen Fall, ich finde das absolut beeindruckend, was der da macht. Gar keine Frage. Ich finde nur, er ist ein bisschen unter einer Stufe von zum Beispiel einem Walter Röhrl. Aber nichtsdestotrotz auf einer sehr, sehr hohen Stufe. Gar keine Frage. Gar keine Frage. So. Hier kommen wir schön rum. Bisschen Blödsinn machen hier noch. Jetzt auch nochmal. Komm. Achso, da kommt hier schon eine Wand. Das ist doof. Macht aber auch nichts. Da können wir schön... Achso, hier ist gar keine Öffnung. Macht auch nichts. Da können wir auch schön außen rum. Alles immer noch sehr eckig, was ich hier mache, ne? Vielleicht würde es ja besser werden, wenn ich mal ein bisschen mit dem Auto übe. Aber ich glaube, ich will hier noch so ein bisschen was am Setup ändern. Ich weiß nur noch nicht genau was. Komm, kriegen wir hier einen schönen 180 hin? Ne, einen Burnout kriegen wir. Ein Burnout und ein E-Drift. Und noch einen Sprung. Wisst ihr was, bei 25 km lasse ich es gut sein. Und dann gucken wir mal, wie das Auto sich tatsächlich in der Rallye macht. So, haben wir 25 km? Noch nicht ganz, ne? 20 Punkte fehlen noch. Ach komm, das ist doch ein schlechter Scherz. So, jetzt aber. Hier, 25 km mal 6. Einfach mal eben so, während wir hier so ein bisschen gelabert haben. Und jawohl, 150 km. Ihr braucht auch gar nicht fragen, wie man in dem Spiel levelt. Das ist ganz einfach. Ihr fahrt einfach. Ihr macht einfach Blödsinn. Wisst ihr, wie ich meine? So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal noch hier im Bergrennen. Die Kiste ist zwar eigentlich tiefer gelegt und hat Asphaltfelgen drauf, ne, weiß ich selber. Aber wir gucken einfach mal, wie sich die Bude hier macht. Zeiteisen sagt, wir sind eigentlich schon drüber, aber das gönne ich mir jetzt auf jeden Fall noch. Ich meine, ganz ehrlich, für eine zweite komplette Folge habe ich, denke ich mal, sowieso keine Zeit mehr. Aber die Minute noch dranhängen hier für das, das mache ich dann halt einfach stattdessen. So, hier ein bisschen quer. Komm, rumschmeißen, rumschmeißen. Ihr habt die Bremslichter gesehen, ich habe die Bremse ein bisschen lösen müssen, damit er tatsächlich rumkam. Sechste Gang, ja, das geht klar von der Übersetzung her, das geht absolut klar. Können wir hier so ein bisschen quer rum, oh, bisschen zu langsam geworden. Ich habe gedacht, wir bräuchten weniger Schwung, sonst rasseln wir in die Dings hier, in die Leitplanken rein. Zweite wäre besser gewesen und weiter geht's. Ach genau, der kleine Pfeil zwischen den analogen Anzeigen hier hinterm Lenkrad. Also, na komm, dieser Pfeil da. Mit dem Rallye-Motor könnt ihr diesem Pfeil trauen. Sobald der aufleuchtet, könnt ihr eigentlich schon schalten. Weil wie gesagt, nach oben hin wird dieser Rallye-Motor unheimlich träge. Und von ganz unten raus ist er auch ein bisschen träge. Das liegt aber nur an diesem gigantischen Turbolader. Gucken wir uns mal kurz an. Da links seht ihr es, Ladedruck. 2,5 nur? Also, was heißt nur? Das ist schon eine Menge.
Aber ich glaube, in Forza Motorsport hat der mehr Druck. Meine ich. Ich kann mich irren. Ich will mich da nicht festlegen. Also dann würde ich sagen, hier ist unser Start. Der Driver-Tar weiß es auch schon. Und ich würde das ganz gerne aus dieser Perspektive hier machen. Die finde ich einfach unheimlich geil, wie so eine Onboard-Kamera auf dem Rallye-Auto. Ich finde, das hat was. So. Also dann, bereit fürs Bergrennen. Ich hoffe mal, da kommen uns jetzt nicht allzu viele Driver-Tare in den Weg. Na komm, gucken wir mal, ob wir den da vorne überholt kriegen, oder? Schauen wir mal. Die Kiste ist natürlich tiefer gelegt, man sieht es am zitternden Bild. Normalerweise würde ich für sowas hier eher ein höheres und noch weicheres Fahrwerk nehmen. Aber ich denke mal, unser Fahrwerk könnte doch ein ganz guter Kompromiss sein, dass das Auto auch hiermit einigermaßen klarkommt. Obwohl es dafür eigentlich nicht gebaut ist. Komm, hier so ein bisschen quer drüber. Jawohl. So gefällt mir das. Motor ist ein bisschen leise, oder? Ich höre halt mehr den Kies unterm Auto als... oh, da hätte ich zurückschalten müssen. Okay, da habe ich die Kiste verloren. Habe ich nicht genug Moment gehabt, um das Teil gerade zu ziehen. So ein bisschen Gas geben muss man dabei nämlich. Und dafür hätte ich zurückschalten müssen. Aber ich höre die Maschine einfach nicht. Das ist ungünstig. Und weiß auf weiß, dadurch, dass der Untergrund so hell ist, sehe ich auch kaum die Drehzahl. Schau mal kurz, so sehe ich es auch nicht besser. Probier es halt mal in der Perspektive, komm. Probieren wir es mal. Wir sitzen ja sogar auf der richtigen Seite, ne? In Forza 5, glaube ich, war das. Da saß mein Fiesta auf der falschen Seite. Oh, was machst denn du da mit deinem Oldsmobile? Meine Güte. Alter, diese Driver-Tare, ne? Die haben manchmal echt sowas von Rad ab. Ich meine, die haben zwar alle vier und ein Lenkrad haben sie auch im Auto, aber irgendwo haben sie trotzdem ein Rad ab. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo stimmt da was nicht. Ja, ein bisschen langsamer machen, ein bisschen vorsichtig durch den Zweig hier durch. In, keine Ahnung, drei links, glaube ich. Ja, kommt einigermaßen hin. Das hier müsste eine 4 oder eine 5 sein. Durch Senke, dann in 4 rechts, 5 rechts. Ich glaube, 5 hätte es auch getan. Das hier dürfte eine 3 sein. Ist zwar eine deutlich über 90 Grad Kurve, aber eine relativ weite. Die kann man ruhig ein bisschen schneller nehmen, übersprungen. Jawohl. Das hier müsste eine 4 sein, denke ich. Das kommt ganz gut hin. Hier auch wieder. In noch eine 4, denke ich mal. Ja, das kommt auch ganz gut hin. An dem hier müssen wir vorbei. Ja, für das hier kommt das Heck eigentlich schon fast zu stark. Da müssen wir den hinteren Stabi wieder ein bisschen fester machen. Also Hinweis für euch, wenn ihr mit dem Auto nicht nur driften wollt, den hinteren Stabi wieder ein bisschen anziehen. Und dann sollte sich das ganz gut relativieren. So, ach, das war auch der Clio gerade, gell? Haben wir doch noch einen geholt. Ach Mensch. So, hier der Ferrari sei schon, der Lambo. Der hat hier eigentlich nichts zu suchen, der gute Stier. Und der Rallye-Fighter hat ja im Endeffekt auch nur Heckantrieb, ne? Jetzt lästern wir mal ein bisschen hier. Komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. So, jawohl. Also ich würde sagen, Rallye-Test haben wir auch bestanden. Machen wir noch einen Soundcheck und dann mache ich die Folge zu. Macht auf jeden Fall Laune. Also wenn ihr damit konform geht, dann würde ich sowas hier ganz gerne doch ab und an mal noch zwischenschieben. Das macht Laune. So, hier, Soundcheck. Alle weg? Gut, dann komme ich jetzt. Ich höre doch schon wieder. Mensch, die sind so laut. Macht euch ab. Oh, und wie träge der hier angerollt kommt. Meine Güte, jetzt schallt doch endlich mal der arme Motor. Da stoßen die Ventile ja bald oben durch die Haube durch. Guck mal, wie die Luft hier draußen so ist. Was hat denn jetzt vor? Jetzt kommen sie aber auch alle, ne? Jetzt kommen sie aber auch alle. Komm, Soundcheck, ist mir jetzt egal. Ja, allzu viel hört man halt nicht, ne? Kleiner Vierzylinder mit großem Turbo. Aber kann man mal machen. Ach komm, nehme ich den Wheelspin halt mal gerade noch mit. War ich zu spät, okay. Ich wollte unbedingt anhalten, weil ich zuletzt, wenn ich im Spiel war, eigentlich nur noch online war.
Oh gut, den Wheelspin kriegen wir auch von hier. Gucken wir mal, was denn da so zu wollen ist. Ah, komm. 8800. Na gut, haben wir einen verschlissenen Reifensatz und den Sprit für die heutige Folge schon wieder draußen. Ist auch okay. Ist auch okay. Doch ja, ich glaube, das geht ganz gut, das Auto. Das kann ich so stehen lassen. Zumindest für den Moment. Also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich doch mal wissen, ob euch sowas in der Zukunft noch interessieren würde. Dann kann ich da ein bisschen den Fokus drauf legen. Ansonsten, ja, ich denke mal, das Thema Horizon ist noch nicht ganz vorbei. Da habe ich auf jeden Fall noch Bock drauf. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, was ich da machen soll. Aber ja, findet sich auf jeden Fall was. Irgendwas kann man in dem Spiel immer machen. Oh, sorry, da komme ich ein bisschen weit raus. Gucken wir mal hier. Zack. Wenn ihr euch eine Bewertung abbringen könntet, fände ich das großartig. Komm hier, Feuer. Vierter Gang passt besser. Abo, falls das noch nicht passiert sein sollte. Und ansonsten sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Über 150 geblieben. Ist, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt für das Auto. Ja, euer Kerge. Bis dann. Ciao. Macht's gut.